Also, hallo YouTube. Ich hatte gerade ein Gespräch im Chat. Und zwar gab es ja Game Master, die sich in-game gezeigt haben. Game Master in Anführungsstrichen. Ja. Es wurden auf Reddit sehr viele Posts hingeschickt, dass hier waren GM und da ist ein GM online. Es gibt wirklich Game Master und so weiter. Und ich sehe das ein bisschen kritisch, weil jede Person, die WoW in den letzten paar Jahren gespielt hat, weiß, so Game Master Support ist nicht mehr wirklich da. Und soweit ich weiß, ist es auch nicht mehr wirklich möglich für einen normalen Game Master, einfach nur jemand, der supportet, Customer Support, sich in-game einzuloggen. Ja. Einfach so. Und sich zu zeigen. Ja. Das hier sind die Dinger. Diese Game Master Screenshots, die geteilt worden sind. Ja, das ist alles in-game. Die haben sich dann im Endeffekt dahingestellt, ein bisschen rumgetanzt, Feuerwerk geschossen. Und ich habe eine Theorie dahinter. Ja, warum sollten sie das auf einmal jetzt machen? Richtig? Why? Und zwar gab es Ashes of Creation. Ashes of Creation, die Beta lief ziemlich gut, läuft immer noch. Und in Ashes of Creation waren die Game Master sehr, sehr aktiv. In-game auch. Haben Leuten geholfen, haben Problemen geholfen, fanden die Leute geil. Und ich kann mir vorstellen, dass Blizzard gesagt hat, jo, es kommt ein neues Classic raus, stellt euch doch da mal hin, tanzt ein bisschen rum, damit die Leute sehen, es gibt Game Master. Und ich glaube nicht, dass das richtige Game Master sind. Ja, ich glaube, die haben gesehen auch auf zum Beispiel TWoW, ja, Turtle WoW, dass wenn du einen Bot reportest, innerhalb von 5 Minuten dann Game Master ist und sich das anschaut. Gibt es bei Blizzard nicht mehr. Ne? Und lustigerweise haben diese Game Master hier die Namen von dem Lead Dev von Classic. Also der zum Beispiel. Agrent ist der Lead Dev von Classic. Das ist kein Game Master Customer Supporter. Ne? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie gesagt haben, okay, wir müssen uns jetzt ein bisschen zeigen. Ja, und ein bisschen zeigen, okay, es gibt Game Master, weil, Leute, einfach PR. Ne? Ich glaube, das Ding ist ein PR-Ding. Ich weiß nicht, ob es just for fun war. Wieso jetzt? Ne? Aber das ist so ein bisschen meine Conspiracy-Theorie dahinter. Weil es hat ja keinen Mehrwert. Dementsprechend. Aber schreibt mal, was ihr dazu denkt. Ich denke, das war so ein bisschen Schau. Einfach nur. Um zu zeigen, es gibt noch Game Master. Das Game ist wie früher. Ja, früher weiß man auch noch, wenn man Game Master getroffen hat. Boah, geil, da ist ein Game Master. Ja, die wollten nur ein bisschen einfach Nostalgie wiederholen. Und deswegen sind es ja auch irgendwie die Accounts von den Developern. Ja. Und nicht wirklich Game Master Accounts. Aber naja. So ist das.